Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich dachte mir, zu Beginn dieser neuen Folge können wir uns gleich mal noch die Karte aufmachen, nee, noch einen Anhänger kaufen. Aus folgendem Grund. Der Anhänger, der jetzt den Drescher abtankt, ist ja eigentlich für den Hof da. Das heißt, wir brauchen irgendwas für die Felder zum Abtanken. Und nachdem meiner Meinung nach IT Runner super geil ist, würde ich einfach sagen, wir nehmen keine mehr, sondern nehmen was anderes. So. Was haben wir hier denn zu bieten? 30.000 der Anhänger, der gefällt mir sehr, sehr gut, aber da wird der Drescher wahrscheinlich nicht drauf kommen. Das heißt so, hier. Diese Getreidemulde, die gefällt mir. Die wird's werden. Auch in der Farbe. Mit dem Unterbau. Das ist aber jetzt nicht schön, was du hier machst, Kollege. Okay, es ist zwar auf die Fläche egal, aber trotzdem ist es nicht schön. Bevor wir aber das machen, lassen wir noch mal Motoren hier hören. Hier, hört mal hin. So, genug im Kreis gefahren, jetzt wird gearbeitet. Sattgut. Mach mal voll die Schüssel. Alles, was geht hier rein. Dann machen wir uns hier am Feldrand bereit, um den Tanker zu befüllen. So. Drücken wir schon mal Ü. So, hier schaut und dann kann hier hinten schön das Saatgut rausrieseln. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Seemaschine da drüber passt. Habe ich natürlich nicht ausprobiert, weil ich jemand bin, der oft riskiert und wenig probiert. So. Jetzt eh. Wo hattest du jetzt durchdrehende Reifen? Kannst du mir das mal sagen? Alter. Das ist ja, der lügt mich an. Und dann soll ich den Helfern vertrauen, wisst ihr? So. Fahr zu, Opi. Wir haben neues Gerät, was wir holen müssen. Fahr zu. Ui. 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 So, das sind wir auch schon. So, schauen wir mal, ob wir das so hinkommen. Ob wir das so da hinkommen, über die Spiegel. Das so auf alle Fälle nicht. So vielleicht. Über die Spiegel so gucken, hier eindrehen. Haut es hin? Sind wir dort? So, jetzt den Container. Ich habe den Container davor gekauft. Oh, Fail des Jahrhunderts. Fail des Jahrhunderts. Ich habe zuerst den Container gekauft, dann den IT-Runner. Dadurch ist er jetzt in die andere Richtung weggestanden. Uff. So. Aber ich habe mir überlegt,
was jetzt absoluter Schmarrn ist, dass wir vielleicht ein bisschen Land noch kaufen, aber wir haben zu wenig Geld für Land. Und für Maschinerie, da haben wir alles, was wir brauchen erstmal. Wir können Heu machen. Ich werde jetzt dann noch ein Feld mit Gras ansehen, dass wir auch immer silieren können. So, ich nehme hier einmal den Dünger. Ich erlaube mir mal hier. Sollte ich vielleicht auch in die richtige Richtung gehen? Geht was von richtiger Richtung und weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Hier Dünger. Hast du super gemacht. Dankeschön. Ich habe jetzt ja kurz auch gespeichert. Fliegen, ja. Passt. Zusammenklappen. Hast du gut gemacht. So. Erster Wegpunkt. Auf die Plätze fertig. Los. Viel Spaß beim Arbeiten. Macht es bloß ordentlich, sonst gibt es Ärger. Ja, genau. Der macht es hier wunderbar. Du machst es hier wunderbar. Ich liebe es, wenn es läuft. Wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es schluft, dann Luft. Dann können wir jetzt eigentlich die Tiere ein bisschen versorgen. Mit Wasser, um schon mal was Gülle zu produzieren. Ich habe vor, die Wiese vor allem zu güllen. Aus folgendem Grund. Gülle ist gut für Boden. Nee, aber Gülle kostet nichts. Dünger kostet Geld, Gülle nicht. Somit. Also Dünger kostet uns bald auch kein Geld mehr, aber aktuell Dünger kostet. Saatgut produzieren wir jetzt ja schon selber. Oder zumindest in. So, was fabrizierst du da? Okay, ich dachte jetzt schon, dass du machst das kaputt. Ich dachte jetzt schon. Weil es so aus, als hätte er die Sämaschine nicht angehoben. Hat er aber. So, hier ist unser wunderschönes Fass. Ui. Deswegen haben wir vielleicht mal großen Traktor. Können wir nämlich große Fass ziehen. Ohne Probleme. So, rückwärts. Alles im Rückwärtsgang jetzt. Der Dünger kommt komplett da rein. Ich Dünger brauchen wir eh nicht so viel. Und die Düngefunktion der Sämaschine werde ich wahrscheinlich auch nicht annehmen. Somit gebe ich den jetzt hier rein. So. Ist sich hier irgendwas? Nö. Es dauert wahrscheinlich ein paar Minütchen, bis es sich da aktualisiert. Ah, jetzt hat ist schon angekommen. Ist schon angekommen. Produzieren wir gleich Saatgut. Mal hier. Nehmen, dass wir jetzt hier noch Hafer reinwerfen. Ich Hafer ist ja auch Getreide. Okay, wir haben noch nicht viel Hafer. Kollege, wir brauchen Hafer. Wie sieht's aus bei dir? Na gut, fahr du mal sofort ab, bitte. Ja, mach du erstmal den leer. Ich weiß nicht, habe ich den jetzt sofort abfahren geschickt? Nee, der fährt zum Drescher. Gut. Das dachte ich schon. Die Kühe, ihr seid ver. Ich habe zwei Schweine vergessen. Okay, wir besorgen noch zwei Schweine, aber erst versorgen wir alle mit Wasser, damit wir schon mal Gülle produzieren. Nicht Gülle, schon mal das halbe, ist schon mal die halbe Miete. Die andere Miete ist Stroh. Stroh haben wir. Sag bitte, dass du jetzt voll bist. Du fährst jetzt hier so rückwärts, das passt.
Was soll ich jetzt machen? Ich wollte Schweine kaufen. Ist das denn, du laberst und laberst und laberst, aber selber keinen Plan hast, was du laberst? Welche Schweine fehlen denn? Schwarz fehlt. Also hier die Schweinchen hier. Da fehlen zwei Stück. Sonst erzähle ich hier Lügen. Wenn ich sage, wir haben 40 und dann haben wir nur 38. So. Fährst du bitte ab dann? Dankeschön. Hui. Der macht seinen Job echt gut. Also Heu haben wir auch bald. Hier Zuckerrüben für die. Weißt du, was du machst, oder brauchst du Hilfe? Ich wäre dir nicht böse, wenn du Hilfe brauchen würdest. Ich glaube, er weiß, was er macht. Fuck. So. Hier nächst passender Wegpunkt, fahr in die Richtung und sei leise. Ich habe ihn zerstört. So. Ich hänge da fest. Also ich finde die Map ja wesentlich besser als die Südhämmern, aber ich sage jetzt nicht, dass die Südhämmern schlecht ist. Aber ich finde die einfach, mir gefällt die NF Marsh besser. Die habe ich auch im 17er schon gespielt. Ohne YouTube. Und da habe ich echt jede Version mir runtergeladen und durchgesuchtet. Also am Ende bei der Vierfachkarte hatte ich, glaube ich, 20 LKWs. Okay, da gab es halt den Vorteil, Crossplay ging im Multiplayer. Wir waren zu dritt im Multiplayer, hatten zusammen 20 LKWs, 40 Traktoren, alle Felder, 10 Dreschern. Und wir haben richtig Knallgas gegeben. Also wir hatten Grupper, Flüge, Seemaschinen, Big Butt, alles. Sind von hier, also Feld 40 ist ja oben im Norden gewesen. So nördlicher, also das kann man hier ganz gut zeigen. Feld 40, das größte Feld war ja ungefähr hier oben. Und es war ja so groß wie hier. Das hier, das ist, war Feld 40 so ungefähr. So ein Stück da. Das Feld war riesig. Und wir haben dann mit vier Dreschern das Feld gedroschen. Hatten halt pro Drescher drei Abfahrer. Weil die Abfahrer waren halt alles Traktoren. Also wir haben gesagt, Traktor fährt vom Feld zum Hof und von Hof fällt der LKW weiter. Aha, der Kollege war da. Dann macht das, lohnt sich das jetzt nämlich. Dann lohnt sich das jetzt nämlich, das hier hinten rein zu kippen. Perfekt hingefahren. Aufkippen. Und das geht und das heißt, gleich produzieren wir Saatgut. Hier, die ersten 50 Liter sind schon durch. Warten wir eine Minute. Dauert nicht lang, eigentlich. Ich kann es anfassen. Eigentlich dauert das nicht lang. Wir stellen den jetzt einfach mal hier hin. Ich würde sagen, wir stellen hier so unsere Anhänger hin. So, hier, so. Und schauen jetzt nochmal drauf. Jetzt hat. Ja, das kann. Da kommt schon gut was Saatgut raus. Sehe ich das auch hier drin? Negativ und das ist positiv. Nicht alles, was ich in der Lok nicht sehe, ist gut. Ich mache immer diesen Fehler, dass ich immer diese Maustaste tippe für Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Ich habe mich so auf den Mod gefreut. Na gut,
Es gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. So, wie lange brauchst du noch? Ja, nächste Folge bist du fertig. Du machst die Pause. Der Drescher, der braucht noch ein bisschen. So. Wir kümmern uns um die Schweinchen noch. Weil die Schweinchen ganz viel Stroh, also Wasser wollen und dann auch ganz viel Stroh. So. Ist das euer Wasserkrug? Danke. Ich mit dem Wasserfass da rückwärts reinfahren. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Das heißt natürlich geschafft, so den LKW da vorne hinzustellen. Okay. Bei den Schweinen, die brauchen nicht so viel Wasser. Also den Mercedes habe ich jetzt natürlich so hingestellt, dass es hier extrem beschissen ist. Schauen wir mal, ob es so geht. Aha, natürlich. Natürlich. Also Feld 20 ist immer so unser kleiner Acker, mit dem wir immer so ein bisschen. Also wir könnten mit dem fast 4 Schweineställe voll machen. Und mit dem fast komplett voll einen Kuhstall mit 40 Tieren. Und jeweils, also wir könnten 160 Schweine versorgen mit einem Wasserfass und 40 Kühe. So. Du musst danach, lass mich überlegen, du musst danach wahrscheinlich wieder pflügen. Pflügen oder kalken. Eins von den beiden Sachen musst du machen. Das heißt, wir stellen dich gleich hier davor. Dann fällt es gar nicht so auf. Nämlich, schau hier mal. Haha, muss gepflügt werden. Und haha, muss gekalkt werden. Hatte ich also recht. Aber ich sag hiermit, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und Servus.